Hallo und einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ja, ich wollte euch mal hier einladen zu meinem Spaziergang mit meinem Hund. Hier ist die Loipe gerade und ja, hier haben sie eine schöne kleine Bar aufgebaut, der man in der Sonne sitzen kann, einen Kaffee trinken. Und ich gehe jetzt gerade hier den Weg entlang mit meiner lieben Lady. Ja, wollte mal ein bisschen Sonne in euer Herz bringen auf diesem Wege. Ja, es gehört eigentlich so zu meinen täglichen Ritualen, dass ich beim Spazieren gehe, Inspirationen höre von verschiedenen Autoren auch, um für mich ja mein Weltbild einfach immer wieder zu verfestigen und die Frage für mich ganz klar zu klären: Wer bin ich hier? Was mache ich hier? Was ist wirklich der Zweck des Lebens, unseres Lebens? Wer bin ich für mich, bei mir, wenn ich alleine bin? Wer bin ich in Beziehungen mit anderen? Und ja, und vor allem, weil jetzt im Moment so ein starkes Thema ist für viele und für alle, diese dunklen Seiten, die dunklen Gefühle, die Ängste, eben die niederen Gefühle, die immer wieder hochkommen. Und wir arbeiten alle an uns und versuchen es sozusagen zu eliminieren, dass wir nur noch in höheren Emotionen unterwegs sind. Und immer wieder stellt es uns das Bein und wir fallen sozusagen wieder nach unten in niedere Emotionen. Und ich wollte mal meinen Standpunkt dazu ein bisschen erklären, wie ich diese niederen Emotionen sehe und wie mir das erleichtert, eigentlich damit umzugehen. Und zwar, wenn man überlegt, wir sind alle alles. Wir sind alle Bewusstsein. Und zwar schon seit, keine Ahnung, seit unendlicher Zeit. Und wir sind die Unendlichkeit. Unser Bewusstsein ist unendlich und hat sich eigentlich auch schon unendlich oft selbst erfahren. Und so sind wir damit verbunden, mit den hohen Emotionen, mit der höchsten Emotion, unserer Schöpferemotion, unserer Schöpferenergie, die pure Liebe ist. Und gleichzeitig sind wir aber auch verbunden mit allen anderen Emotionen, die existieren. Und ja, und wir rennen mit unserem Bewusstsein, sind wir unterwegs Tag und Nacht in diesem Raum der unendlichen Möglichkeiten und auch dem Raum der unendlichen Emotionen. Und deswegen will ich eigentlich anraten, sich nicht mit einer anderen Emotion als der höchsten Liebe, Dankbarkeit zu identifizieren. Und wenn wir uns aufhören, damit zu identifizieren und diese Emotionen einfach nur als existent betrachten, dann fällt es uns schon so viel leichter, diese Emotionen, wenn sie uns begegnen, wenn sie in uns hochkommen, zu relativieren und zu betrachten und dann auch wieder loszulassen. Und dazu gehören natürlich auch alle Situationen, die mit diesen Emotionen verbunden sind. Dass das eigentlich wirklich nicht wir sind, sondern das ist einfach eine Erfahrung unser Selbst, aber unser wahres Sein betrifft es nicht. Und wenn wir das uns mal, unserem Verstand vor allem, weil das ist ja der hauptsächlich rebelliert und versucht, alles mit dem Außen zu erklären, wenn wir es schaffen, unserem Verstand klar zu machen, dass eben
das nicht wir sind, dass das nicht ein Ich bin ist. Ich bin böse, ich bin wütend, ich bin traurig, sondern das ist einfach eine Facette in dem Bewusstsein ist, dass wir gerade wählen. Und das macht einen riesengroßen Unterschied, will ich euch sagen. Denn dann wissen wir, dass wir nicht wertlos sind. Dann wissen wir auch, dass es nichts gibt, was uns trennt von Liebe und Fülle und all den höheren Emotionen, die wir uns doch so wünschen und warum wir doch den ganzen Kram und dieses ganze Theater auf dieser Welt hier veranstalten. Und wenn wir diese Perspektive aufsetzen können, dann wird alles sehr viel leichter, weil wir uns wirklich nicht mehr damit identifizieren. Dann identifizieren wir uns auch mit keiner Schuld mehr. Dann identifizieren wir uns auch mit keiner Scham mehr. Mit all diesen Gefühlen, die dazu führen, dass eben diese niedrigen Emotionen an uns kleben. Und wenn wir das auch noch so betrachten, dass diese niederen Emotionen einfach ans Licht kommen wollen, weil sie in allen sind, in dem kollektiven Bewusstsein aller Menschen, und dass jedes Mal, wenn wir eine dieser Emotionen wieder ans Licht bringen, und mit ans Licht bringen meine ich auch mit einer liebenden und verständnisvollen Art betrachten und sie nicht verdammen und verhexen, sondern einfach als Teil dessen betrachten, was wir hier kollektiv erleben und erlebt haben und erleben werden, weil Zeit gibt es ja nicht. Und dass das Ziel eigentlich ist, all diese Dinge eben auch aus der Perspektive der Liebe und nicht aus der Perspektive der Angst und der Bedrohung zu sehen, dann kommen wir in einen unglaublichen Frieden in uns selber und verlieren auch die Angst vor diesen Emotionen. Ja, das ist so mein Gedanke des Tages sozusagen. Schreibt mir doch, was ihr davon haltet, was euer Weltbild ist. Aha, Helikopter. Was euer Weltbild ist, wie ihr das seht, wie ihr damit umgeht, mit diesen Emotionen, die hochkommen, und was ihr davon haltet und was ihr eigentlich im Großen denkt, wer ihr seid. Weil ich glaube, das ist das, was wir einfach für unseren Verstand, der ja alles irgendwie immer verstehen muss und einfach mal sagen muss, ja, so ist es. Für unseren Verstand müssen wir uns da etwas zusammenlegen, das für uns schlüssig und verständlich ist, so dass wir uns glücklich, frei und als Liebe fühlen können und dürfen. Und ja, es geht eigentlich nur darum, wie kriege ich meinen Verstand an Bord? Wie kriege ich meinen Verstand dahin, dass er mich unterstützt in meinem glücklichen, freien und zufriedenen und gesunden Leben? Das ist eigentlich all das, worum es hier geht. Und das sind auch die verschiedenen Ansätze, die ich auch mit meinen Klientinnen anschaue und schaue, was braucht dein Verstand? Was muss der verstehen über dich selber, dass er dir nicht mehr im Weg steht bei deinen Zielen und bei deinem Traumleben, das du kreierst? Weil Gedanken und Emotionen sind das Benzin der Kreationen. Und es geht wirklich darum, dass wir den Verstand an Bord kriegen. Und manchmal ist es halt viel, viel einfacher, wenn man das nicht alleine machen muss. Ich habe schon viele wunderbare Frauen dabei begleitet, einfach diesen Weg zu gehen, weil es mit Unterstützung so viel einfacher ist. Und wenn ihr etwas über meine Coachings, meine Coaching-Programme, Coaching-Angebote wissen möchtet, dann schreibt mir einfach eine Nachricht und wir setzen uns in Verbindung. In diesem Sinne, ein bisschen Sonne noch für euch. Wo auch immer ihr seid, Sonne in euer Herz.
Lebt euer Leben aus dem Herzen, aus der Begeisterung, aus der Liebe heraus. Und das wird schön. Einen wunderschönen Tag. Tschüss, tschüss, eure Patricia.